Eigentlich lässt Michelle Hunziker ihre Fans oft und gerne an ihrem Privatleben teilhaben, doch eine Sache wollte die Moderatorin der Öffentlichkeit lieber verschweigen. Diesen Plan durchkreuzte nun allerdings ihre Tochter Aurora. Mit ihrer neuen Show Michelle Impossible hat sich Michelle Hunziker, 45, einen Lebenstraum erfüllt. Der zweite Teil der Sendung flackerte am 23. Februar 2022 über die Bildschirme und wie schon in der ersten Sendung durfte sich auch Michelles Tochter Aurora Ramazzotti, 25, erneut über einen kleinen Gastauftritt freuen. Allerdings schien Michelle die Gesprächsinhalte mit Aurora vorab nicht abgesprochen zu haben. Für Aurora ist Michelle Hunziker ein Genie. Ich habe nie verstanden, warum du das nicht öffentlich gesagt hast, platzt es plötzlich aus Aurora heraus. Es ist total normal, eine Brust-OP zu haben, nachdem man drei Kinder auf die Welt gebracht hat, wundert sich die 25-Jährige. Zuvor hat Hunziker nie öffentlich über Schönheitsoperationen gesprochen, sie hat sie eher versteckt, wie Aurora weiter verrät. Es ist auch lustig, dass du deine Brustoperation am selben Tag hattest, an dem du dich einer Karpaltunneloperation unterzogen hattest. Als du aus dem Krankenhaus kamst, hattest du die Orthese an und niemand merkte, dass du auch eine Brustoperation hattest, du bist ein Genie. Übel nehmen konnte Michelle ihrer Tochter diese kleine Offenbarung allerdings nicht, im Gegenteil. Die 45-Jährige reagierte gewohnt charmant und schlagfertig. Du bist wirklich gemein. Stellt ihr euch mal vor, ihr habt drei Kinder, die da alles ausgelutscht haben. Da ist dann nichts mehr übrig, witzelt sie. Aurora wiederholt daraufhin, dass sie diesen Eingriff nach drei Kindern völlig normal findet. Trennung von Tommaso Trussardi nach 7 Jahren Ehe. Mit ihrem ersten Ehemann, Eros Ramazzotti, 58, hat Michelle Hunziker Tochter Aurora. 2013 kam Töchterchen Sole, 8, zur Welt, 2 Jahre später wurde Celeste, 6, geboren. Der Vater der beiden Mädchen ist Tommaso Trussardi, 38. Mit ihm ist Michelle seit 2014 verheiratet.